Pflanzen. Speichern. Oh, guten Tag. Oi. Oh, hallo. Guten Tag. Na, auch hier oben. Ja, wo du wohl hinläufst, hm? Na, lauf, komm. Komm. Crazy. Are you insane? Stop attacking. My God. What are you doing? Stop attacking immediately. My God. My God. What are you doing? Okay, nehmen wir es mal ernst jetzt. So, guten Tag. Das Innere dreht sich, das Äußere dreht sich. Das ist jetzt verwirrend. Das kann man nicht so. Ne, das dreht sich. Ja. Lasst mich hier nochmal kurz raus. Das hier? Hier ist nichts. So wird sich die Tür, die nirgendwo hinführt. So. Das ist schön. Atmosphäre gewinnt für die Wand. Nee. Atmosphären Wiedereintritt. Modul. Ja, mach doch. Hier kannst du ja. Ui. Oh, da bin ich da ganz hoch geklettert. Die 300 Millionen Kilometer. Oh. Oh, hierher. Oh my. Oh, oh my, oh my, mama, mama mia, hey mama, where you go? Was? Achso, das ist andere Leute sehen das. Ach so. Das ist denn ja... Da ist Texas. Wo ist das denn hier? Ist das nicht der Ausleger von Texas? Das ist denn ja... Keine Ahnung, wo das ist. Aua. Ach, hier bin ich. Ja, geil. Bin ich hier am Anfang. Macht das doch alles Sinn, sozusagen. Und jetzt ist das kaputt. Und hier könnte ich in das Secret Level gehen. Geil, Alter. Mal kurz hier durch, danke. Gehe ich mal kurz in mein Office, Alter. Hier kommt man immer noch nicht rein, ne? Immer dieses Unverwundbarkeitsding. Sorry, Mr. Freeman, I got explicit orders not to let you through without your hat suit on. He was a Das heißt, ich müsste jetzt ja nur noch alle Secrets finden. Nochmal, wenn ich alles durchgehe. Ja, schön. Schöne Mod. Schön. Richtig geil. Ja, gut, das fehlt jetzt natürlich, aber das ist mir ja egal. Mhm, toll. Also, speichern. Speichern. Pinkeln gehen. So, also ich habe jetzt hier auf dem Desktop ein Dokument. Das habe ich schon mal geöffnet. Vorwort. Der Hazardous Course stellt eine Parodie aus dem ursprünglichen Hazardous Course. Also ein Hazard-Kurs von Half-Life, also ein gefährlicher Kurs um Gefahren zum Gefahrenkurs des, ein gefährlicher Kurs zum Gefahrenkurs. Wie viele Umgehungsdetails der Welt, das hat sie übertrieben und dürfen deshalb nicht was ganz ernst genommen. Das besondere Feature ist die Tatsache da, dass im Spiel nicht darum geht, den Gegner zu besiegen, mit den meisten anderen Mods, sondern hingeschickt überwinden, der Krieg, aber bei dem Spieler, Ausnahme, Shishan ist nie eine Waffe in die Hand, eine Spezialität des Spielers hält so immer Kehrmann, aus von vor langer Zeit. Mapping versuchen, auf jeden Fall einen Climbing Tower. Der erste wusste gegen aber mehr als im Intro, nämlich einen Climbing Tower. Einigen danach hat uns so viel Hazardous Course gesammelt, die Motivation war stark, ein Remake, bla 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 bla, geil. Das Intro, also was wir gespielt haben, da schalte ich mal kurz um. Das Schöne ist, ich kann nicht umschalten. Weil ich nichts habe zum Umschalten. Das heißt, ich muss erstmal... hier die hinzufügen. Meine Quelle. Nee, so muss sie. So, jetzt kann man hier nämlich schön mitlesen. Kann man das hier wegmachen? Oh, dankeschön. Das ist ja traumhaft. Lesemodus. Und jetzt kann man hier sogar noch Vollbildmodus. Och, ist das hübsch. So. Ich hätte das gerne aber in komplett breit. Also so. Steuerung L, Steuerung H. So. Also es gibt hier oben ganz viel bla bla bla, Training bla bla. Das gehen wir jetzt mal Stück für Stück durch. Weil dann gibt es das Secret Bonus Level, Secret Level Climbing Tower. Also 1, so. Vorwort haben wir den Hintergrund, haben wir auch das Intro. Dieser fordert den Aufzug zu folgen, die Einrichtung, Benutzung des Fahrstuhls abzuraten, auf 4 Etagen, auf der 4. Etage ein großer Raum, Schalter gedrückt wurde, andere Türen öffnen sich später. Auf der 4. Etage öffnet sich die Tür mit einem großen Rums, nachdem der Schalter gedrückt wurde. Die anderen Türen öffnen sich später zu bestimmten Einzelnen. Keine Angst vor der Hellcrabs, die ist halt tot. So. Hinter der Uhr befindet sich ein Spalt im Boden. Wer diesen Maschinen sieht einer Stachelgrube aus, bei dem 4 Türen sich am Stand vorbei, Wachmann verärgert. So, da findet man seinen Anzug. Batterien, Health Charger. Im zentralen Raum mit der Uhr muss der Spieler das erste Basistraining schließen, bevor sich der Climbing Tower an den Climbing Tower macht. Im gesamten Trainingsbereich sind 21 Secrets versteckt. Den aktuellen Stand gefundener Secrets kann Freeman nach dem ersten in seinem Quartier einsehen. Ach so, ja, stimmt. Das, was wir hier gerade offen haben. Ja. Ein Notizbuch mit dem Zeigefinger, das haben wir. So. Eine Steinkugel, in der Jones-Manier, das ja, Health Charger, Secret 2, Trinkwasserbrunnen, Secret 3, so. Das heißt, die Übungen müssen erst gemacht werden. Will man nun erst noch Secret 1 finden, kann man Freemans wieder über den reparierten Rückweg erreichen. Kämpft wieder auf Ziel an aller bereits gefundenen. Ah, guck mal. Oh, man geht über die Klötze, springt überall lang. Bei Rügen kann man... Habe ich noch... Barthaar im Mund. Ich habe ein Barthaar im Mund. Da gibt es einen Bug, das habe ich jetzt nicht festgestellt, weil ich durchgebannhoppt bin. Guck mal hier. An der Vorderkante ein bisschen Leiter gesprungen wird, weil es am niedrigsten hängt. Man kann so darauf klettern. Und somit kommt man nach oben zum Secret. Krass. So. Ein Sprung im Dunkeln, dieser so der bekannten Bildmaschine gibt es auf einer Schiene weiter, nicht unter Strom, nach dem ersten Baumeln, Kabel herunter, der Spieler abschüttet, der sagt, das stimmt sei nach dem Dunkeln. Die Schiene führt in einem Tor, welches ein Spalt geöffnet ist. Springt der Spieler auf den Vorsprung von dem Tor, kann man das per Hand öffnen. Zugang zum Lauf wäre das Secret 5. Das wäre gut. Das muss ich nochmal machen. So, bla bla bla. Dann springt man hier rüber. Dann muss man tauchen. Bei Tauchen findet man Secret 6. Das ist klar. Target Range findet man Secret 7. Medicus Health Charger 25 HP. Ja, Secret 8, indem man von da und denn da oben hin. Alter, da hat er sich ja mal Gedanken gemacht. Oh, da unten war ich bei 9, das kenne ich. Secret 10, da oben war ich auch drin. Das werde ich aber alles nochmal machen müssen, weil ich ja das Spiel gecrashed habe. Man kann von da nach da. Im Hilfstank befindet sich Freeman rechts vom Abfluss. Wow. Dann kann man auf den Kessel. So, der Spieler keinen Schaden, er kann sich über die Oberfläche wieder regenerieren, so lässt er Wasser aushalten, blablabla. Im Hilfstank findet Freeman rechts beim Abflussgraben einen Wartungsschlüssel. Dieser Wert den Zugang zum Wartungsraum, Batterien hält, Charger, bla bla bla, Stahlwerke. Im nächsten Raum war der Freeman Hologramm. Da kann man da oben rauf, Alter. Ja, Hologramm, Wachmann. Ja, öffnen auch der Zugangspunkt und das Tor führt zum Reaktoreingang und der Zug 3. Das ist ja krank. Von dem Block da oben rauf, da hoch und dann kommt man da oben zum Secret. Sprungtrick für Secret 15. Alter, ohne Scheiß, da denkt doch keiner dran. Also ich mache ja viel, aber... Okay. Hetzt man den Wachmann zu schnell bis zur Fräse, kann es passieren, dass er sich von der Produktionsstraße auf den Hallenboden rutscht, da nicht mehr wegkommt. Ja, das Thema habe ich durch. Kehrt der Spieler die Endmontage der Zeit zum Sprungs. Ja, dann kann man da rauf, dann bleibt man da hängen, kann da oben hin und dann kann man da rein. Alter! Wenn der um die Ecke kommt, das ist ja ein Bruchteil von einer Sekunde, kann man erst da rüber. Dann kann man da rein. Und das habe ich gemacht. Das ist ziemlich witzig. So, das Zuglabyrinth. Das ist klar. Secret 21. So. Beginnt eine kurze letzte Fahrt des Zuges. Bei ungefähr der nächsten Weiche werden die Kontrollen des Zuges beschädigt und diese rast unkontrolliert durch die Absperrung. Blablabla. Auf der anderen Seite der Galerie angekommen, landet der Spieler wieder im Ausgangsbereich und kann nun den Climbing Tower beginnen. Wurden alle Secrets gefunden, ist bereits das Bonuslevel auf Etage 3 offen. Ja, schön. Dann machen wir das mal, würde ich sagen. So, dann mache ich das Ding hier mal im Vollbild. Nimm mir hier mal meinen kleinen Notizzettel. Und schreibe mir mal auf, welche ich noch brauche. Geht das von links nach rechts? Bildschirm kann ja jetzt weg. So. Dann mache ich hier mal so einen Strich auf meinem Gaming-Notizzettel. Ich brauche 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, also 1, 2, 3 habe ich, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, und dann da unten noch den Kram. Da lese ich noch mal kurz, nicht gerade wundern. Hinter dem letzten Wasserfall findet sich ein versteckter Schacht, welcher zum Secret Level des Climbing Towers führt. Siehe dazu Secret Level Climbing Tower. Das Bonuslevel wird freigeschaltet, wenn man alle Secrets gefunden hat, das ist klar. Secret Level Basistraining. Ja, das Secret Level Climbing Tower ist das, was wir gemacht, das, was ich schon gemacht habe. Okay, das heißt, das habe ich schon gemacht. Ich habe die Schlüsselkarte, die blaue Schlüsselkarte, das Sprengkabel geholt, habe die Notebooks, habe das Brecheisen gefunden, habe die Schlüsselkarte geholt, habe die Zündmaschine gesammelt, die rote Schlüsselkarte, den Zünder und das Timer oben geholt. Ach, ich habe alles hier so legitim in Anführungsstrichen gefunden. Das einzige ist, in diesem findet der Spieler einen Getränkeautomaten, Heftcharger, den Lagerschlüssel für den das Büro überliegende Lager mit Zünder und Timer. Ja, den Schlüssel habe ich da, den Zündschlüssel habe ich gehört, ne, den Zünderschlüssel, die Zündmaschine. Ach so. Ja, jetzt weiß ich, was ich jetzt, das zeige ich jetzt mal kurz. Oder? Ja, komm. Hier oben. Kann mich da nicht auch anders hin? Nee. Kam ich nicht anders hin. Muss ich hier und dann da oben hin. Fliege ich kurz mal hier durch. Fliege ich hoch. Komme ich mich hier hin. Alter, das ist krank. Aber mega cool, ey. So, jetzt komme ich nach oben. So, um hier reinzukommen. Hier irgendwo ein Schlüssel liegen. Ah, it's good to see you. Ja. Hier soll irgendwo ein Schlüssel liegen. Liegt bestimmt irgendwo hier. Also so. Wie wurde gesagt, hier ist ein Getränkeautomat. Da steht, im Unterbewerb kann man nur mit dem Personenlift die oberen Gehwege und somit zurück zu den Frachtbüros auf der Oberfläche erreichen. In diesem findet der Spieler einen Getränkeautomaten, einen Heftcharger und den Lagerschlüssel. Hier steht ja G-Man. Hier drin ist nichts. Hier sind die Büros. Yo, please, leave me alone until after the experiment. Da! Storage Key. Ja, geil. Dann komme ich hier auch rein. Super. Yeah. So. Und dann holst du das alles, dann gehst du unten den Monolith nämlich holen. Ich wollte gerade sagen, aber das ist ja der. Nee, das ist falsch. Hier hinten ist es. Dann gehst du nämlich, kann man nämlich, so, dann kannst du erst richtig den Monolith holen. Ja, wow. Ja, okay, das macht ja noch Sinn. Also, gut, das, den da hinter, das, ja, das hätte man halt suchen müssen, ne? Weil das lag ja alles jetzt relativ nah beieinander, sag ich mal. Oh Gott, warum ist er denn so langsam, ey? Weil ich noch geduckt bin. Na, G-Man kommt's nicht weg. So. Ich kann mich ja mal hier oben raufstellen. Kommt man noch eigentlich hin, oder? Ja. So. Das heißt, ich brauche jetzt, muss mir jetzt die ganzen Secrets holen. So, Basistraining. Sorry, Mr. Freeman, I got explicit orders. Oh ja, leck mich. Hier ist dieses Buch, was wir hatten. Hier, er will da oben das Paket holen und das reißt einfach runter. Das ist mega witzig. So. Da war ja dieses wunderschöne Loch. So. Das zweite Secret, wo ist es denn? Ich scroll da nochmal hin. Das ist hier beim Sprungtraining. Zwei habe ich. So, Secret 3. Ist auf der anderen, also ist ja hier hinter, stimmt. Hello there. Also, danke. Greetings. Right on access denied. Looks like you're in the barrel today. Ach nee, das ist ja hier am Ende, stimmt. Ach, ich bin auch der dümmste Mensch gerade der Welt, ne? Hier hinten ist doch der Kontrollraum. So, da muss ich ja da rein durch mit dem Code rein, bla bla bla, und hier ist dann Secret 3. So. Security Lock is NA. 5. Secret 4 habe ich, da brauche ich jetzt nicht hingehen. 5. Da muss ich zu dem dunklen... No, entry. Zu dem dunklen, ja, jetzt hier oben über den. So, ja, so. So, und rein theoretisch kommt. Muss man so machen. Geht man auf den Griff, hier hoch, da hoch. Dann kann man hier hoch. Auf die Lampe und nach hier, Alter. Damit rechnet kein Schwein. Ich hab's schon, bin schon viel zu weit. Ich habe abgekürzt. Weil hier ist der dunkle Part mit dem Monster. So. Ich öffne ja das. So, guten Tag. Die sind alle böse, böse, böse. So, und hier hin. Meine Fresse, nervt mich doch jetzt nicht. So. Alter. Ist doch nicht deren Ernst. Also ist nicht sein Ernst, hat er ja bestimmt nicht alleine gemacht, aber ist ja auch so schön. Hab ich auch nichts gegen. Aber, ja, da guckt man doch nicht hin. So, ne? Mhm. Krank. Great work. Now there's one more style of jumping you need to learn. So, 5 habe ich jetzt auch. Dann scroll ich mal eine Seite weiter. 6. Muss ich vor dem Wasser... Das ist aber hart. Könnte mein System mich bitte aufhören zu scrollen? Danke. Vor dem Wasser, Becken, hier ist jetzt alles einfacher, das finde ich eigentlich echt cool. So, wenn ich das da schon sehe, diesen schmalen Gang da oben, ne? Stimmt, das ist ein Secret. So, man muss von hier darauf und dann bitte was? Von da oben rauf. Hat er das geändert? Nee. Okay, das ist hart. Was soll man denn hier rauf? Von darüber, denn hier oben rauf, hier hoch und dann kann man dieses Secret holen. Wow. Dann kommt man nämlich, wenn man das Secret hat, hier oben hin. Kann man den Bereich nämlich abkürzen. Krass. So, 7. Ja, 7 muss man denn wirklich... I think we should delay for another recalibration. ich denn jetzt hier runterdroppen? Weil das scheint ja... ein bisschen... buggy zu sein, die Wassertextur. Ja, das ist ja... buggy, gerade. Na, was ist buggy? Okay. Das ist einfach nur buggy. Dann kommst du da hinten ins Secret Level vom This is your lucky day. Rocket propelled in there, laser sight and everything. Now if you can figure a way in, you'll be an easy match for these guys. Sorry, I'm on duty, Mr. Freeman. Ja, krass. Vom Basistraining. Krass. Dann machen wir das doch mal schnell. Also soweit wir es können. Ja, Grüße. Weil ich heftig bin, Alter. Ich bin der König. Ah, geil! Ich weiß nicht, wie er heißt, aber er ist cool. Er ist verdammt cool. Okay. Ich bin der König, Alter. Ich kann mein Fax lesen hoch 10, Alter. Vor allem hier das riesige Lambda-Zeichen. sind ja nicht so, wir gucken mal kurz, ob da hinten noch was ist. Ich bin der Heavy Dude of the Furanus, Alter. Da läuft immer noch ein Glückwins, ey. Hier, kommt her, ihr könnt mir ja nicht. Ey, ich bin God Freeman. Soll ich das denn machen? Das ist hier... Wenn das Licht was sieht... Alter! Okay. Ja. Okay. Warum komme ich da irgendwie rum? Ich bin der Ficker auf... Ich werde gleich geraped. Ja. Kann man das denn machen? Stimmt, Trick. Das ist einfach nur... Schnell sein! Bam, Alter! Oh, das ist richtig cool. Kann ich jedem empfehlen, ey. Oh, das... So weit wollte ich gar nicht gehen. Ja, da sieht man's auch. Das ist mir sehr unsympathisch. Schon mal gesagt. Okay, man muss geduckt bleiben. Okay. Oh, Alter, das muss perfekt gehen. Man stirbt, wenn man sie nimmt. Man stirbt nicht, wenn man sie nimmt. Doch, man würde sterben, wenn man sie nimmt, wenn man nicht schon welche hätte. Ja, das, da machen wir mal kurz Reload. Achso. Nee. Plus Reload. Nee, jetzt passiert irgendwas. Ja. Ich wusste, dass irgendwas passiert. Okay, minus Reload. Ich glaube, man darf die nicht nehmen. Ich kann das ja mal machen. Da wäre es jetzt No-Clip-mäßig egal ist. Man darf sie nicht nehmen. Hier, stimmt. Alter. Achso. Also, das ist hier, der bedeutet gerade. Das ist Pi. Pi ist 3,14. Aufspringen? Ja. Das wird mir nicht viel bringen. Na komm, radikal. Ja, gut. Also. Oh, das ist Rätsel, ne? Ich liebe Rätsel. Hier ist nichts Zufälliges an der Wand, also ist ja mir jetzt wirklich völlig egal. Der Radius ist denn 3, kann ich nicht machen, 1, 4, x, y und z, b. Keine Ahnung, was ist denn, also das weiß ich ja jetzt ja nicht. Weil niemand weiß aus dem Kopf was. Das googeln wir jetzt. Pi. Ist 3,1415. Meine Fresse. Automatisches Drehen. Ist 3,141529. Ja gut, das kann man nicht aus dem Kopf wissen. So. Bin ich heftig oder bin ich heftig? Ich bin kranker Macker, glaube ich, oder? Oh Gott. R. Wird Richman. Wo soll ich ja das denn wissen? Das ist ja Try and Error den ganzen Tag. Nee, das ist Richman. Yeah. Du bist ein kleiner Spacko, Richman, Alter. Richman. Denn jetzt das Ende übersehen. Dahin. Also, zu weit. Zu kurz. Richman. Hahaha! Ich wusste es. Ist hier noch irgendwas? Ne? Der heilige Raketenwerfer. Ich fepp mir gleich hier richtig hart ein, Alter. Oh Gott, erst... Alter, wieso... Hat Wife ihn engagiert? Das ist ja der Wahnsinn. Oh mein Gott! Ich hab einen fucking Raketenwerfer. Nun lass mich dahin. Ich will den haben. Alter, super. Ja, aber das bricht bestimmt auch zur Hälfte weg, oder? Sicher ist sicher. Problem ist nur, ich kann ihn nicht aufnehmen. Also. Egal, Alter. Komme, was wolle, ich bringe es um oder so. Einfach mal hier draufstehen. Beame mich, Scotty. Bestimmt. Dreht das jetzt Stück für Stück weg. Es ist Tetris. Muss ich jetzt Tetris spielen? Da komme ich nicht hin. Hallo? Kann ich hier oben springen? Moment, ich kann ja mal kurz... Scroll. Bonus-Level Training Room. Granaten, Wächter... Die beiden Wächter mit einer Granaten gefüttert, Kiste, Laptop, schrecklichen Tod, Fahrt, Abgrund, unsichtbarer Fahrt, 3,1549, die ersten 7 Zahlen von Pi, von der Kreiszahl. Danach kann der Spieler sich den Heiligen Gral holen. Da sie bereits aber vorgestohlen wurde, muss er sich mit dem Raketenwerfer das Explosionsteam begnügen. Oh, jetzt hakt das Spiel. Ich kann es nicht öffnen. Ja, es macht gerade keine Rückmeldung. Ah, dann findet er den Raketenwerfer. So, ja. Ja. Kurze Zeit später, okay. Ja, ich muss noch mal ein bisschen gucken, so. Komm, Spiel, jetzt spast du nicht komplett ab, sonst drehe ich hier noch im Kreis, ne? Da ja, 3,14, finde ich super. So, muss ich mir gleich nochmal hier Secrets holen. Schlüsselkarte, Sprengkabel. Was habe ich ja gemacht vorhin? Dankeschön. Oh. Stimmt, ja. Da kann ich weiter. Moment, also. Das geht hier anscheinend nicht. Ich bin ja erstmal speichern, dann setzen wir uns hier mal rein. Merken, hier passiert ja nichts. Was sagt denn einfach mal die... Ich lese jetzt einfach mal. Die Mine kann... 3 Öffner in der aufgegebenen Mine kann mit Hilfe der Steine, die sich auf einer Holzplanke über dem Schacht befinden... Moment nochmal, was? Also das ist hier ein bisschen blutig, das ist ganz interessant.